Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hacknet. Beim letzten Mal haben wir uns Entropy angeschlossen gehabt und was müssen wir jetzt machen? Und haben eine weitere Aufgabe bekommen zu unserem Asset-Server. Das ist der Asset-Server und da habe ich mich schon eingeloggt gehabt. Und SCP SSR Crack und SCP FTP bei uns. Einfach mal schauen. Wir nehmen uns mal ein bisschen da was raus, was wir können. Was haben wir hier? Leer. Da ist ein IC-Log. Oh Mann, oh. Ich mach gerade meine Kohle auf und boom! Die ganze klebrige Suppe auf meine Tastatur. Ich hab's gerade noch rechtzeitig abwischen können. Okay. Nee, nicht viel für uns. So, da ist ein Backup von FTP Bounce. Und das Mantra. Entropy Mantra. Unsere Gruppe steht auf drei Säulen. Strebe stets nach Gerechtigkeit. Erschaffe und teile mehr, als du zerstörst. Höre niemals auf, dich verbessern zu wollen. Entropy wird Aufträge ablehnen, die gegen diese Regeln verstoßen und Mitglieder, die sie missachten, entfernen. Gut. Einmal ganz kurz antworten. Ich habe mir da ein bisschen was geholt. Hackerborn, excellent. Lass dich als erster formell dazu einladen, Aufträge anzunehmen. Im anderen Hand findest du unsere geheime Auftragsdatenbank, inklusive der notwendigen Zugangsdaten. Nimm ruhig ein paar der Aufträge an. Ich werde dich bald wieder kontaktieren, um deinen Fortschritt zu beurteilen. Tags. So. Hier haben wir Contracts, also Aufträge. Und unser User ist halt wieder Hackerborn mit dem Passwort Rosebud. So, Login Hackerborn. Passwort Rosebot. Und fangen wir einfach mal mit dem Pointclicker. Ein Client möchte seinen Spielstand von einem Server löschen, um endlich wieder arbeiten zu können. Grüße, Zivilist. Man hat mich in eine schwere Zwickmühle versetzt und leider scheint keiner meiner inkompetenten Kollegen das Problem lösen zu können. Und so fühle ich mich, so sehr es mich auch schmerzt, gezwungen, um Hilfe von außen zu bitten. Mir wurde versichert, dass diese Leitung sicher ist. Ich fasse mich also kurz. Ich bin Weltranglistenführer an Point-Clicker und möchte meine Fähigkeit erneut beweisen. Leider gibt es aber keine Möglichkeit, das Spiel zurückzusetzen. Da kommst du ins Spiel. Ich bitte dich, in den Server einzudringen und meinen Spielstand zu löschen. Nein, mein Nutzername ist Max. Du kannst dich auch gerne vorher im Glanz meines Triumphs sonnen. Weitermachen. Max. So, da müssen wir hin. Zack. So. Ach, wir haben keine Shells, sehe ich gerade. Beziehungsweise wir haben kein Botnetz. Ach, da kam ich noch gar nicht ran. Dann möchte ich dich auch bitte als Shell haben. Auf dir war ich auch schon. Du wirst auch zu einer Shell. Da möchte ich ran. Das ist der Bitwise-Test. Dann habe ich jetzt genug Shells. So. Also, das ist Point-Clicker. Es ist ein Cookie-Clicker-Dings-Teil. Und, so, jetzt haben wir Auto-Clicker. Das heißt, falls man irgendwann in diesem Spiel ein bisschen Langeweile bekommt, dann haben wir jetzt eine Art Cookie-Clicker. Und hier, einfach draufklicken und dann halt Upgrade verfügbar. Ne, verbessern. Man versteht's. Das habe ich gerade unglaublich schlecht erklärt. Jesus Christ. So, dann verbessern wir mal ganz kurz ein bisschen da was. Aber wir sind nicht hier um um Spaß zu haben. Sondern du hast nicht mal ein Proxy. Okay. Dann bitte einmal den SSR-Crack auf 22. Danke. Dann FTP-Bounce. Achso, FTP-Bounce muss man ja auch einen Port angeben. Das ist Port 21, da liegt der Server. Und dann den Port-Hack anwenden, sobald der FTP-Bounce fertig ist. Kann man natürlich auch gleichzeitig machen. Ich dachte halt echt, dass hier ein Proxy wäre, aber das ist nicht so schlimm, wenn keiner ist. Es ist halt weniger Arbeit quasi. So, Port-Hack. Gehen wir direkt rein.
Hopp, 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 hopp. Und wir sind drin. So. Damit sind wir... Wenn ich das gerade richtig... Ja. Ich gebe halt LS-LA an aus Gewohnheit. Sorry. Dann jammert er mich aber, das ist kein richtiger Path. So, da ist ein IRC-Log, der ist leer, leer, leer. Schauen wir mal hier rein. What the fuck ist ein Palindrom? Nein. Ja, so, da sind Logs, da ist das System. Point-Clicker. Wichtig, nicht löschen oder umbenennen. Config.ini, systemkritisch löschen führt zum sofortigen Absturz. Nicht ausprobieren. Ah, ich würde gern, aber nein. So, guck mal, das ist mein Save. Drum einfach RM Mengs. Da, zack. Damit ist der Save runter vom Server. Und jetzt könnten wir auch nochmal ganz kurz Logs alle löschen. Wir waren hier niemals drauf, wir haben hier keine Ports geöffnet, wir haben keinen Hack durchgeführt, nichts. Wir waren hier nicht. Und ein bisschen weiterspielen, so. Können wir auch hier den verbesserten Autoklicker, also das heißt, wann immer ich so ein bisschen, wann immer ich so ein bisschen Langeweile haben sollte, während des Playthroughs werde ich ein bisschen den Point-Clicker spielen. Kann ich mit Shift Alt, nein, mit keiner Tasten, ich kann mit keiner Taste mehrfach upgraden oder kaufen, das ist schade. So, dann nehme ich noch ein paar Autoklicker. Ich sollte damit aufhören. Kein Wunder, dass Manx da der Beste drin war. Ich könnte natürlich alle anderen Saves löschen, wäre ich der Weltranglistenführer. Aber das ist jetzt erstmal egal. Guck mal, da können wir gleich den Clickle-Peats kaufen. Sollte ich noch so lange warten? Komm, ich warte jetzt noch so lange. Ich muss damit aufhören. Das ist eine Sucht. So, hab ihn. Ende gut, alles gut. So, verlassen. Trennen. Gut, das heißt, wir haben jetzt den Contract und können mal ganz kurz antworten. Job erledigt, Boss. Gratulation, Ihr letzter Klient hat einen Erfolg gemeldet und ist mit Ihrer Arbeit zufrieden. Sie können nun weitere Aufträge aus dem Auftragsverzeichnis annehmen. Ihr jetziger Rang ist 80 von 100. Vielen Dank, Entropy. Darauf wollte ich nicht mehr antworten. Da. So, dann Login. Das war Hackerborn. Und Rosebot. Countech, wir haben vor kurzem erfahren, dass ein Unternehmen Hacker für die illegale Beschaffung von internen Daten ihrer Konkurrenz anheuert. Um zu verhindern, dass so etwas zur Regel wird, wollten wir sicher gehen, dass ihre Transaktionen nicht so glatt laufen. So. Counterhack. Agent, das Unternehmen PP Marketing. Hihi, PP. Hat kürzlich einen Hacker angeheuert, um ihrer Konkurrenz sensible Daten zu entwenden. Vermutlich eine Mailliste und PP selbst zukommen zu lassen. Das ist genau die Art von Wirtschaftsspionage, die der Hacker-Community ihren schlechten Ruf verleiht. Und auch wenn wir solche Geschäfte nicht vollständig verhindern können und wollen, ist das Jobangebot überall im Netz zu finden und damit öffentlich. Wir wollen nur sicher gehen, dass ein solches Verhalten nicht auszahlt. Der exakte Dateiname ist unbekannt. Du wirst also etwas suchen müssen. Du suchst nach einer Mailliste, vielleicht verschlüsselt oder komprimiert. Außerdem könnte es sein, dass Pipi mit diesem Schachzug rechnet und seine Sicherheitssysteme aufgestockt hat. So, dahin müssen wir. Dann einfach mal eine Probe drüber laufen lassen. So, Proxy. Okay, das. Wir werden gerade getraced. Das ist nicht unbedingt gut, aber wir können hier den SSH-Crack laufen lassen, den FTP bei uns laufen lassen. Also wir haben Zeit, wir haben 100 Sekunden Zeit, bevor der Trace uns erwischt. Dann können wir auch gleich den Port-Tag. Wegen sowas habe ich halt gerne ein paar mehr. Ein paar mehr, wie schimpft es sich, Rechner in meinem Portnetz. So, dann haben wir den Portag hinterher, noch 90 Sekunden. Alles sollte kein Problem sein. Manx kann ich eigentlich ausschließen. So, Verzeichnisse ansehen. Bin Log Home Workspace. Inductor Secure Mail List. Mail List Info. Das ist die Mail Liste, die wir von dem Engagement, bla bla bla.
stellt sich heraus, dass sich auch verschlüsselt. Wofür haben wir diesen Typen überhaupt an die sagt, sie werden versuchen, jemand an für die Entschlüsselung zu finden. Laut dem ersten Typen hat die Datei die richtige Größe. Es müssen also die richtigen Daten darin liegen, wenn wir das für Verschlüsselung klagen können. Was für ein Schlamassel. Okay, RM Secure Mail List. Was steht denn hier? Es wurde beantragt, dass alle an externe Adressen gesendete E-Mails von Mitarbeitern Kevin Winters auf Informationen zu internen Praktiken der PP-Marketing untersucht werden. Diese Anfrage wurde vom Einsatzleiter James Wilson stattgegeben. Wir suchen nach Beweisen, dass Wilson das Geschäftsgeheimnis mit konkurrierenden Unternehmen geteilt hat. Terry sagt, wir gehen einigen unfassbar dubiosen Dingen verstanden. Jeder weiß, dass sie zwielichtig sind. Sie kaufen buchstäblich Listen von anderen Unternehmen, hauptsächlich als effektive erwiesene Werbung von der Gmail-Datenbank. Wie soll denen das helfen? Sie haben ihr eigenes Entwicklungsteam, das an einem Algorithmus arbeitet, der findet dann anhand des E-Mail-Verhaltens Produkte, auf die die Person dann anspringt. Wirklich? Gerüchte gehen herum, dass sie an sowas wie einem Chatbot mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Der soll Benutzer in Form Foren imitieren und Werbung in Konversation einbringen. Sowas wie unterschwellige Werbung durch künstliche Intelligenz verbreiten? Verdammt! Hör zu, ich werde so viel kann auf meine Festplatte speichern und kündigen, wenn sie mir eine Stelle geben. Ich muss los. So, dann, das KM unter, ach, das ist Kevin Winters. Hier gab's nie, irgendwas. Nichts Interessantes. Ich gehe hier gerade, ich skippe hier gerade ein bisschen durch, als alles vorzulesen. Weil ich gerade ein bisschen Sorge habe. Incident. Hast du dich dieses Wochenende dich auf Server 3 angemeldet? Nö, wieso? Es fehlen Dateien und der Datenverbrauch ist durch die Decke geschossen. Existieren aber keine Logs. Eigenartig. Hast du überprüft, ob die Firewall aus ist? Noch nicht. Scheiße! Was? RDP zum Mail-Server ist inaktiv. Ich gehe zum Server und überprüfe das mal. Be right back. Okay, ich fasse alles zusammen und schick's dir rüber. Werde es offline abspeichern, damit wir später abrufen können. Das ist übrigens totaler Bullshit. Kann ich glauben, dass sie unsere Sicherheit knacken konnten. E-Mails von mehreren Monaten sind weg. Ich wette, Letterman ist ziemlich angepisst. Weinstein wird wahrscheinlich der Kragen platzen. Geh bloß sicher, dass du dich auch gefeilt wirst. Melde mich später wieder. Und noch ein letztes Log. Hast du das Memo von heute Morgen gelesen? Tja, kannst du glauben, dass sie von uns erwarten, dass wir unbezahlte Überstunden machen? Überrascht mich nicht, im Ernst. Ich weiß, es ist ein Startup-Unternehmen, aber so langsam sollten sie anfangen, uns besser zu behandeln. Ich habe ein besseres Angebot ausgeschlagen, um hier arbeiten zu können. Ich gebe ihnen 3 Monate, um das zu klären, oder ich bin raus. Schließ mich dir an. Wollen wir uns ein Bier nach der Arbeit, wenn du zahlst? So, bin süß. So. Einmal ganz kurz. RM All. Die Logs nämlich kannst du schnell weglöschen. Du. Dann RM OS Config. Wobei ich soll ja eigentlich nicht mehr kaputt machen als nötig, ne? Komm, dann lasse ich das auch. So, und Netzwerkscan, einmal ganz kurz nochmal, ja, die Logs sind leer. Dann haue ich hier meine Forkbomb drauf und dann ist gut. Dann werden wir jetzt auch nicht mehr getraced. So. Antworten senden. Auftrag abgeschlossen. Gratulation, Ihr letzter Client hat einen Erfolg gemeldet und ist mit Ihrer Arbeit zufrieden. Sie können nun weitere Aufträge aus dem Auftragsverzeichnis annehmen. Ihr jetziger Rang ist 60 von 100. Gut, dann Hackerborn und Rosebot. Gehen wir einfach mal von oben weiter nach unten runter. Setzen 6. Eine Gesamtschule hat uns, möglicherweise auf Anfrage der Eltern, kann nicht sicher gesagt werden, kontaktiert. Sie sind besorgt, dass ihr IT-Team auf sensible Schülerdaten zugegriffen hat. Sie wollen nicht, dass etwas gelöscht wird, sondern haben nur um das Passwort eines Teammitarbeiters gebeten, damit sie diese Angelegenheit selbstständig untersuchen können. Noch irgendwas? Da. Agent, die Verwaltungsabteilung der Milberg-Gesamtschule hat uns damit beauftragt, heimlich das Passwort des Systemadmins herauszufinden, damit sie herausfinden können, welche Daten über ihre Schüler gespeichert werden. Während du in ihrem System bist, versuche alle Dateien so zu belassen, wie du sie auffindest. Veränderungen jeglicher Art können ein Chaos auslösen.
Deine Aufgabe besteht darin, in das System einzubrechen, deine Spuren zu verwischen und um das Passwort zurückzusenden. Was? Und uns das Passwort zurückzusenden. Wir werden uns dann um die Weiterleitung der Daten an die Schule kümmern. Viel Glück. So, dahin müssen wir einmal reinschauen. Guck mal, da haben wir einen Proxy. Überlasten wir den einfach mal. Guck mal, wir werden sogar nicht traced. Auf Port 21 den FTP bei uns durchführen. Zack. Den SSH-Crack auf Port 22 bitte durchführen. Danke. Und dann gleich den Port-Hack, nicht den Port, sondern den Port-Hack anschmeißen, damit wir aufs System kommen. Tja, ja, wir sind Hacker. Und der Port-Hack kann jetzt angeschmissen werden. Gut, gut, gut. Was macht die der Fallenfunktion? Das weiß ich noch nicht. Das habe ich damals noch nicht ausprobiert. Netzwerkscan, wir haben nichts drin. People not to trust. Hey, Alter, hast du eine Ahnung, wo ich ein bisschen Gras kriege? So ein Typ aus dem Lacey's hatte ich empfohlen. Ja, Alter, wie viel brauchst du? Cool. Entschuldigung. Hallo. Da ist mir... Ups. Er hätte dich trinken dürfen. Ah, oh, in der Nase. Oh. Cool, wie viel für 30 Gramm? 145? Geht klar, wo treffen wir uns? Gut, wir haben einen Deal. 145 Euro für 30 Gramm vom besten Gras. Ja, Alter, abgemacht. Cool, habe deine IP, werde vorbeischauen. Warte, woher weißt du das? Polizist zu sein hat seine Vorteile. Verdammt, meine Mutter wird mich umbringen. Da ist nichts Interessantes, da ist nichts Interessantes. MH-Staff. Oh, Schüler-E-Mails. Sollte mir ein Schüler ein Dankeschön schreiben, werde ich die Mail hier speichern. Gott, ich bin so allein. Notepest, du bist die Einzige, die mich versteht. Jesus Christ. Ja, wer kennt es nicht als Schüler? Die Schüler-Top-Search, die Top-Suchergebnisse oder Top-Suchen. Google, Titten, Titte, Sex, Sideboob, Porn, Pornofilter deaktivieren. Dinge, die durch den Pornofilter kommen. Bürgerkriegmalerei? Warum? Okay. GTA, Twerking. Was ist Twerking? Twerking-Techniken. Bild französischer Krieg. Ohne Feind. Sport. Sportball. Okay. Großartig. So, Ankündigungspunkt-Text. Bezüglich der Ankündigung der Internet-Proxy-Server-Wartung. Auch wenn einigen unserer Mitarbeiter offenbar nicht klar ist, was Proxy-Server ist, down bedeutet, scheint dies unseren Schülern sehr wohl bewusst zu sein. Während dem angekündigten Ausfall zur letzten Nacht haben einige Schüler herausgefunden, dass die Internetverbindung noch aktiv war und der Suchfilter nicht. Im Ausfallzeitraum von 20 Minuten wurden insgesamt 22 Terabyte an pornografischen Inhalten auf die Schulserver und verschiedenste PCs in die Klassenräume geladen. Natürlich wollen wir so etwas in Zukunft mit schärferen Sicherheitsmaßnahmen verhindern. Allerdings könnte es auch helfen, die Wartungsarbeit demnächst nicht mehr anzukündigen. Ist hier das Passwort drin? So. Ich habe über Sicherheit nachgedacht. Ja? Ja, und ich finde, all diese Upgrades sind eigentlich nur verdammt viel unnötige Arbeit. Aber schau mal. Einfache Lösung. Wir nehmen einfach dieses IT-Passwort. Kapier ich nicht. Genau! Nur 7 Sterne! Dann ist das Passwort nur Sterne. Wer würde das jemals erraten? Niemand, selbst wenn jemand versucht es zu hacken. Es wird immer geschützt aussehen. Buchstäblich unknackbar. SCP, PW, Memo-Log. So. Log, alles raus, bitte. Und dann eine Fork-Bomb. Einfach, weil ich den Befehl mag. Zup. So. Antworten. Entschuldigung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Echt? Wow, ich bin nicht ganz sicher, ob der Typ ein Trottel oder ein Genie ist. Jesus Christ, so viele E-Mails ist. Vermutlich ein bisschen von beidem.
Mensch, ich hab selbst ausprobiert, nur um zu sehen, ob das wirklich stimmt. Na, das wird schwierig, das dem Schulsekretär zu erklären. Gute Arbeit, ich geb's weiter. Auftrag abgeschlossen. Gratulation, Ihr letzter Klient hat einen Erfolg gemeldet und ist mit Ihrer Arbeit zufrieden. Sie können nun weitere Aufträge aus dem Auftragsverzeichnis annehmen. Ihr jetziger Rang ist 40 von 100. EOS-Gerätescan. Sei gegrüßt, Agent. Ein neuer Auftrag kam rein, der es erfordert, dass wir uns neue Skripte besorgen. Während du online bist, wäre es praktisch, wenn du besagten Auftrag annehmen und diese dabei testen könntest. Der Auftrag verlangt Zugriff auf ein Telefon, ein EOS-Gerät. Wir haben einen Spezialisten in diesem Gebiet kontaktiert und dieser hat uns daraufhin Tools für diesen Job besorgt, die auf weitgehend ungetestet sind. Wichtig, die Dokumentation der Tools wird in Kürze an dich weitergeleitet. Überprüfe zuerst diese E-Mail. Sobald du einmal Zugang zu dem Telefon besitzt, versuch das Passwort für das E-Mail-Konto des Besitzers zu finden. Einem Konto, von dem wir wissen, dass es mit dem Gerät synchronisiert wird. Antworte uns mit diesem Passwort und wir kümmern uns um den Rest. So, da müssen wir uns dann gleich drum kümmern und... Hey, Entropy-Kollegen! Ein EOS-Device-Scanner wurde auf den Asset-Server hochgeladen. Sollte wie eine normale Anwendung laufen. Da es erforderlich ist, eine Menge Dateien in System-Ordner zu lesen, um die Informationen der synchronisierten Geräte zu erhalten, werden Admin-Rechte auf das Zielsystem nötig sein. Aber wenn der Scanner einmal läuft, sollte es nicht schlimm sein, wenn ihr die Verbindung verliert. Im Wesentlichen überprüft der Scanner Backup-Dateien, die bei der Synchronisation mit dem Computer generiert werden. Dann gibt er vor, einen neuen Wireless-Sync durchzuführen und verwendet dann einen Exploit, um einen SSH-Port zu öffnen und so weiter und so weiter. Die Sache ist, weil EOS-Nutzer keinen Zugriff auf das Terminal ihres Geräts erhalten, sind die Passwörter immer gleich. Und das in der gesamten Produktpalette. Das Passwort lautet Alpine. Kein Grund mir zu danken. Das habe ich ja nur 1 Million Jahre Arbeit oder so erspart. Sobald der Upload der Datei abgeschlossen ist, erwarte ich den besprochenen Betrag auf mein Konto. Okay? So. Das ist... Ein Moment, ich kann einfach... ich glaube, der Befehl war Node. Node, EOS, User, Admin, PW, Alpine. Kein Node. Okay. Ich muss gestehen, ich sehe leider... Ich will das übers Terminal machen. So. Ich will cool wirken. Steht das hier irgendwo drin? Probe, exit, disconnect, cat, close, reboot, replace, analyze, solve, help. Add node ist es. Add node. Beziehungsweise da kann ich auch einfach zack einmal hochgehen und dann einmal. Add, bist du case sensitive? Ich gehe davon aus. Add node, zack. Und damit kann ich. Ups, da habe ich jetzt aus Versehen das Falsche gelöscht. War irgendeine IP, die ich gelöscht habe. Die ich mir aufgeschrieben hatte. Aber ich würde gern noch... Oh, wir sind schon ziemlich weit. Ups. Nee, dann mache ich... Ich wollte eigentlich noch mal schauen, ob ich... Hackerborn und... Rosebud. So. Hackerborn, Rose, Bot. Wir haben hier noch 3 Aufträge, die ich dann auch machen würde. Aber erst im nächsten Part. Denn die Zeit ist ziemlich fortgeschritten. Eigentlich wollte ich gar nicht so lange da, jetzt noch dran sitzen. Ups. Gut, ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Hacknet. Bis dahin und tschö.